Guten Morgen, heute ist Kar-Samstag, das heißt, morgen ist Ostern und die Luisa kann es schon gar nicht erwarten. Ja, die Luisa, die ist leider so ein bisschen krank. Also, sie hat Ohrenschmerzen, was sie aber ganz gut mit Ibuprofensaft in den Griff bekommen. Also, es ist nicht super schlimm und sie hatte vor 2 Tagen einen Nachmittag mal Fieber, aber auch das, ne, war dann nicht mehr. Insofern hoffe ich jetzt einfach, dass sie morgen wieder ganz fit ist. Es scheint so zu sein, dass es eben nicht bakteriell ist, sondern viral, und dann sollte das ja in 2, 3 Tagen einfach abgeklungen sein. Jonathan ist mitten in seinem zweiten Sprung. Das ist sehr, sehr fordernd momentan, weil er ganz viel unsere Nähe braucht. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel in der Küche was machen möchte und ihn einfach hier in sein Stühlchen setzen will, dann akzeptiert er das eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Federwiege, geht so. Also wenn er schon schläft, kann man ihn reinlegen. Aber ehrlich gesagt, auch rumtragen etc. bringt eigentlich wenig. Er ist einfach viel am Weinen. Wir hoffen jetzt mal, dass dieser Sprung nicht 2 Wochen dauert, was sein kann, sondern nur ein paar Tage und er dann wieder unser alter Sonnenschein ist. Aber ja, also es ist ja auch verständlich. Er lernt jetzt gerade ganz viele neue Sachen und er ist auch sehr verunsichert, weil ich glaube, der zweite Sprung ist auch der, wo die Babys verstehen oder registrieren, dass sie eigenständig sind und nicht die ganze Welt eins ist quasi. Also, dass sie wer anders sind als die Mama oder der Papa. Und das ist natürlich beängstigend für so ein kleines Würmchen, das mal, ja, 10 Monate im Bauch war und jetzt erst seit 2 Monaten auf der Welt ist. Jetzt, glaube ich, spielt aber der Christian gerade ganz schön mit dem Jonathan unter dem Spielbogen. Und die Luisa ist auch dabei. Ich habe gerade meine Haare gewaschen. Wir werden jetzt dann frühstücken. Wir müssen heute noch ein bisschen was einkaufen. Wenn ich es hinkriege mit dem kleinen Würmlein, würde ich ganz gerne noch Ostermarmelade machen. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Das ist was, das würde ich gerne einfach noch mit zum Osterbrunch morgen nehmen. Ja, und wir müssen einfach mal gucken, ob das der Jonathan zulässt, weil gerade die letzten Tage war es wirklich schwer, überhaupt mal den Haushalt einigermaßen in Schuss zu halten. Wir haben gestern Eier gefärbt und zwar haben wir so marmorierte Eier gemacht. Die Punkte sind dadurch entstanden, dass man vorher Aufkleber drauf gemacht hat und dann hat man Reis eingefärbt und hat es geschüttelt. Ups, dein Schnulli ist runtergefallen. Und das gefällt dir gar nicht, ne? Luisi, magst du mal kurz aufheben? Und 2 Eier haben wir mit so einer speziellen Technik gefärbt. Vielleicht habt ihr das gesehen. Das ist total viral momentan. Da nimmt man sich ein Küchenkrepp und malt das mit Filzstiften bunt an. Dann wickelt man das Ei da rein, tunkt das ganz kurz in Wasser mit Essig, also so ein Schuss Essig. Und dann entstehen diese wunderschönen Muster hier. Ich finde, die sind fast noch hübscher. Da haben wir jetzt aber nur 2 gemacht. Sind fast noch hübscher als die gefärbten mit dem Reis. Welche gefallen dir am besten, Luisa? Mir gefällt das nicht, aber sonst alle. Okay. Die Haare habe ich mir jetzt mal hochgeknuddelt und der Jonathan ist hier bei mir in der Trage, eben mit seinem Schnuller. Luisa hat ihn netterweise gerade abgewaschen. Und jetzt hoffe ich mal, dass er ein bisschen einschläft oder zumindest zufriedener ist. Ich dachte, ich könnte hier am Tisch ein bisschen nebenher Wäsche falten. Christian macht jetzt gerade das Frühstück für uns. Aber wir gucken mal, wie lange er durchhält und ja, ob er vielleicht tatsächlich einfach ein bisschen die Äuglein zumacht. Bis hier hat der Vormittag jetzt einigermaßen gut funktioniert, muss ich sagen, denn ich konnte 2 Wäschekörbe wegfalten. Dann haben wir in Ruhe gefrühstückt. Das funktioniert auch in der Trage, wenn ich auf dem Petsyball sitze und so ein bisschen nebenher wippe und der kleine Mann hat geschlafen. Dann habe ich jetzt gerade meine Haare geglättet. Ich wollte jetzt noch ganz kühn sein und probieren mal hier unten durchzusaugen. Das Geräusch mag er ja eigentlich auch ganz gern. Christian räumt dabei die Küche auf vom Frühstück noch und dann gucken wir mal, wer von uns beiden einkaufen geht. Wahrscheinlich werde ich den Jonathan noch stillen und werde dann selber mal fahren, weil es gibt so ein paar Sachen, da muss ich ja einfach gucken wegen der Marmelade, was ich da brauche. Und die Luisa macht, glaube ich, gerade tipptoi. Vielleicht hat die Lust, mit mir zusammen einkaufen zu fahren. Da frage ich sie jetzt gleich mal. Was Luisa und ich jetzt noch machen müssen, ist die Eier aufhängen. Wir haben den Osterstrauch hier und die bunt bemalten Eier von ihr. Und ja, das müssen wir jetzt mal in Angriff nehmen. Ist ein bisschen spät dran, aber haben es einfach vorher nicht geschafft. Luisa organisiert uns gerade noch Garn. Bitte schön, Luisa, das nächste Ei zum Aufhängen.
Das war jetzt ein bisschen eine Fuddelarbeit, dass wir diese Aufhänger dahin gekriegt haben. Aber es hat funktioniert. Und mal gucken, ob das hält. Ja, super. Da hast du noch ein rotes Ei zum Hinhängen. Pink meinst du? Pink meinst du? Rosa, rosa. Vielleicht hier. Guck mal. Als nächstes wollte ich jetzt mal gucken, dass wir die kleinen Nester bzw. die Geschenktüten für meine Schwiegereltern und Christians Onkel und Tante zusammenstellen. Da sind wir nämlich morgen beim Kaffee eingeladen. Und wir haben so ein paar Sachen, die da reinkommen. Das meiste habe ich schon ja, so ein bisschen vorpräpariert, aber ein bisschen was fehlt noch. Und dann wollte ich eigentlich ein Osterrätsel, eine Schatzsuche ausdrucken für die Luisa und ihre Großcousine, wenn wir morgen Nachmittag spazieren gehen. Der Schnarchbär hier in der Trage. Und habe da eine ganz tolle auch gefunden im Internet. Allerdings funktioniert irgendwie gerade der Drucker nicht. Da muss ich Christian dann mal fragen, wenn der mit der Mamba wieder kommt, ob der da mal schauen kann. Ich hatte ja schon mal in einem anderen Video gezeigt, dass wir letztes Wochenende in Wiesbaden so ein paar Sachen gekauft haben. Unter anderem so Schäfchenseifen bzw. Schafsmilchseifen, die ist in Schäfchenform. Und die hier ganz normal, aber die riecht ganz, ganz lecker nach Granatapfel. Genau. Luisa wollte die Häschen zeigen. Welche findest du schön? Ich finde die zwei schön mit dem Glitzer. Und die finde ich auch schön. Ja, und was ist das hier? Was haben wir hier gemacht? Hier haben wir Osterhasen gemacht und... Weißt du noch, wie das heißt? Nein. Samenpapier. Ne? Samenpapier. Da haben wir und da kann man das dann in einen Topf machen mit Erde. Und dann gießt man das. Und dann hat man schon eine Blume. Genau. Ne? Wir haben Pappmaché hergestellt. Dann haben wir das in so eine Ausstechform reingedrückt. Die Blumensamen obendrauf. Das sind diese Sprenkel. Das sind Wildblumen. Und das verschenken wir auch mit. Das ist nur sehr empfindlich. Bin mir noch nicht sicher. Wir haben eine Tüte. Und ich dachte, wir hätten unten noch ein Körbchen. Aber das finde ich gerade nicht, weil ich auch nicht so suchen kann mit dem Jonathan in der Trage. Auch da muss der Papa gleich nochmal gucken. Ich sitze jetzt im Auto zum Einkaufen. Luisa wollte eigentlich tatsächlich gerne mit, aber ich habe gesagt, ach, ich weiß nicht so recht, dann kriegt sie vielleicht eventuell wieder Fieber nachmittags oder ihr tun die Ohren wieder mehr weh, weil es wird wahrscheinlich die Hölle los sein und ziemlich chaotisch im Supermarkt. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass ich den Jonathan mitnehme, damit die Luisa und der Papa so ein bisschen Zeit daheim haben, Christian noch ein paar Sachen aufräumen kann, Luisa vielleicht nochmal was anschauen kann. Und sie rufen dann Oma und Opa an, ob wir nachmittags ein bisschen vorbeikommen können. Würde ich insofern auch ganz gern, damit ich die Nester schon mal mitnehmen kann. Und meine Schwiegereltern, die vielleicht morgen schon verstecken, bevor wir da sind. Aber müssen wir jetzt erstmal abklären, ob die überhaupt daheim sind heute Nachmittag. Wieder daheim. Ja, wie ich gedacht habe, es war wirklich sehr, sehr viel los. Jonathan hat es super gemacht, aber der ist jetzt müde. Ich habe ihn mittlerweile wieder in der Trage drin. Und Luisa hat leider wieder ein bisschen erhöhte Temperatur. Also es war gut, dass sie nicht dabei war, aber ich dachte, sie wäre jetzt über den Berg, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt mal die Sachen hier bereitgestellt für die Marmelade. Ich zeige euch gleich, was da alles reinkommt. Und ja, Luisa wird sich ein bisschen ausruhen. Hoffentlich ist das bis morgen einigermaßen gut. Es kommen rein Äpfel, Orangen, Ananas. Karotten, da hinten ist noch eine Zitrone, Maracuja-Saft und das war's, glaube ich. Luisa schläft jetzt und der Jonathan auch noch. Ui, du versinkst mir hier gerade ein bisschen in der Trage. Und die Marmelade ist fertig. Ich habe jetzt, heiß. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Gläser. Sehr schöne österliche Farbe. Ich habe auch schon mal probiert, schmeckt sehr lecker. Da kommen dann noch irgendwie so schöne Aufkleberchen drauf oder sowas, damit es zum Verschenken auch hübsch aussieht oder irgendwie ein Band drumherum oder so. Genau, und jetzt werde ich mich mal zu meiner Maus legen, die ist auf der Couch. Oh, ein bisschen kuscheln, die Arme. Ich habe hier gerade eine ganz süße Überraschung bekommen von einer Schülerin, die momentan nicht kommt, weil die sehr viel arbeiten muss. Einen Brief und eine sehr hübsche Schachtel. Mit ein paar Sachen für den Jonathan drin. Einmal diesen Ball hier. Ist übrigens von Little Dutch. Sehr, sehr gemütlich. Dann, was ist noch drin? Diese hübsche Mütze.
Da braucht er noch ein bisschen zum Reinwachsen. Aber auch sehr süß. Und hier, das ist noch so ein, was ist denn das, eine Rasse? Nee, eine Knisterblume. Also richtig, richtig süß. Und dann noch so ausgestanzte Herzen im Karton. Ja, ich freue mich total. Ich muss ihr gleich mal schreiben und mich bedanken. Luisa hat jetzt zwischenzeitlich fast 40 Fieber, hat einen Fiebersaft genommen. Es geht ihr eigentlich. Also wenn man es jetzt nicht wüsste, dann würde man ihr es fast gar nicht anmerken. Ist ein bisschen seltsam irgendwie. Und wir haben jetzt gekocht. Es gibt Spaghetti mit weißer Bolognese, beziehungsweise Christian sagt schon, Luisa bekommt Tomatensauce dazu. Ist schon vorbei. Wir fahren gerade von meinen Schwiegereltern weg. Dort waren wir jetzt zum Brunchen und danach hat die Luisa ihre Osternester gesucht. War da sehr erfolgreich, muss ich sagen. Sehr viel Schokolade. Ich glaube, das reicht definitiv bis Weihnachten. Und einen ganz coolen Hüpfball hat sie bekommen und ein Puzzle und noch einen Badeponcho. Also ist da wirklich reich bedacht worden vom Osterhasen. Und jetzt fahren wir gerade in den Volkspark. Dort treffen wir uns mit Christians Tante, Onkel, Cousine, Mann und Großcousine von der Luisa. Oh, was ist denn da hinten los? Ja. Oh, Jonathan, mein Schatz, was ist denn los? Volkspark, da haben wir deinen Geburtstag gefeiert, Luisa. Weißt du es noch? Ja, die Ampeln sind blöd, ne? Wenn die rot ist und wir anhalten. Das war aber schon vorher. War vorher schon? Ne. Können wir wenig machen. Ich mache nochmal das Verdeck runter. Ja, vielleicht ist auch die Mütze ein bisschen über den Augen. Jonathan hat im Übrigen während des Frühstücks komplett in meiner Trage geschlafen. Das heißt, ich konnte es richtig genießen. Und jetzt, glaube ich, ist er tatsächlich auch schon wieder müde. Also gucken wir mal, wenn wir spazieren gehen im Kinderwagen, wird er vielleicht nochmal einschlafen. Genau, jedenfalls, wir treffen uns jetzt im Volkspark. Luisa und ihre Großcousine, die bekommen ein kleines Rätsel, was sie im Park machen dürfen. Und danach gehen wir noch zu Kaffee und Kuchen. Also es ist heute wirklich, ja, für unser leibliches Wohl gesorgt. Wir gehen in den Volkspark, ja. Da ist doch auch die, genau, da ist auch die Bimmelbahn, die da rumfährt. Ja. Genau. Und dieser kleine Wasserspielplatz. Oh, der ist aber noch nicht an, mein Schatz, der Wasserspielplatz. Ja, erst im Sommer. Genau, aber da ist ein riesengroßer anderer Spielplatz. Ja. Müssen wir mal schauen, ne, wozu wir alles noch kommen, weil wir haben ja ein straffes Programm heute an Ostern. Kuchen essen müssen wir auch noch fahren. Aber es wird schon schön, ne? Ja? Luisa, bist du noch anwesend? Hä? Welche Cousine? Na, deine Großcousine, Luisa. Wer ist denn deine Großcousine? Keine Ahnung. Deine Großcousine, die Tochter von der Sonja. Das ist deine Großcousine. Wir sind wieder zu Hause und ich stehe gerade den Jonathan hier im Bett. Wir haben es uns ein bisschen gemütlich gemacht. Ich habe ihn einmal im Park gestillt und einmal bei meinen Schwiegereltern natürlich vorher und einmal bei Christians Tante. Das heißt dreimal heute tagsüber, wo wir jetzt unterwegs waren. Er hat gerade ein bisschen einen anderen Rhythmus. Also es reicht ihm eigentlich, alle 3 Stunden zu trinken. Aber jetzt haben wir es uns hier mal ein bisschen gemütlicher gemacht, ne? Dass wir zwei uns einfach zurückziehen und das jetzt genießen. Ein bisschen ausruhen. Jo, und ich verabschiede mich für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt ein bisschen Osterstimmung mitbekommen. Und ich sage bis ganz bald. Tschüss.